Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Romilio Basita für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Vlogs, dieses Channels, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich bei mir im Kleinen vollzieht und an der ich mitwirke, partizipiere, die zu dokumentieren und festzuhalten. Und auch zu beobachten, ob ich mich jetzt da verwandle zu einem Homo Digitalis oder zu einem Homo Dementis. Sie erinnern sich an den Wissenschaftler Manfred Spitzer, der da diesen Zusammenhang hergestellt hat zwischen Demenz und zwischen dem Digitalen. Natürlich wissen wir alle, dass Demenz auch von Krankheit und Alter kommt, das behalten wir im Hinterkopf natürlich mit. Okay, heute gibt es wieder 5 Hauptpunkte: Thema On-Life, Gesundheit, Ernährung, Lektüre und Medien, sowie jeden Tag. Ich hatte jeden Tag hier so einen Stehgreif-Monolog sozusagen über den gestrigen Tag und über diese 5 Themen. Und einerseits, um natürlich meine täglichen Videos hier voll zu bekommen. Ich brauche mindestens 7 Stück pro Tag, 6-7 Stück Videos brauche ich pro Tag. Und da muss man das ja irgendwie mit Inhalt füllen. Und so ein Sesselwort hier ist immer so eine Möglichkeit. Ja, heute ist also der 8.12.2019 und ich habe wieder einen trockenen Mund. Kommt im Alter wohl öfter vor, habe ich gehört. Und es liegt wohl daran, dass die Eltern zu wenig trinken. Ich trinke eigentlich genug, aber wie dem auch sei, da soll das herkommen. Das ist eine Theorie. Ja, also der 8.12., wir haben mit 12 Uhr und ich erwarte noch ein Paket. Das Paket, das gestern kommen sollte, mit dem Lüfter. Ich hatte ja einen Lüfter bestellt, einen zweiten Lüfter für die Hinterfront. Ich habe ja vorher einen Lüfter gehabt an der Vorderfront. Der war ja kaputt gegangen, der war eine Ersatzlösung und jetzt für hinten kommt eine zusätzliche Kühlung für Prozessor und für die Speicherbausteine, damit da direkt die kalte Luft darauf kommt und nicht erst einmal über Umwege von hinten. Das war so die Idee von ihr, damit die Depot vielleicht etwas länger lebt. Bei 80, 90 Grad bei Volllast scheint mir doch ein bisschen viel. Okay. Ja, also wie gesagt, ein Paket kommt heute noch. Ein Paket habe ich schon bekommen heute Morgen. Ein Buchpaket. Der war um 9 Uhr hier. Also ist ungewöhnlich. Normalerweise kommt hier Amazon immer so schon nachmittags. Aber um 9 Uhr klingelt es, 8:30 sogar. Und dann stand der vor der Tür. Und der sprintete auch gleich von unten hoch. Ich hatte gar nicht den Morgenmantel an. Da stand er schon und fragte, wo das ist. Ja, da kommt das halt auch. Die haben da so eine Olympiamannschaft wohl zusammengestellt. Und der war noch topfit oder so, ich jedenfalls nicht. Naja, wie die Maus sagt. Das andere Paket kommt dann nachher. Das kommt dann 14, 15 Uhr, schätze ich. Ja. Okay. Zweiter Anlauf, also erster Punkt. Gestern habe ich also nur 6 Videos gemacht. Ja, wieder 3 Stück mit DaVinci.
Ich habe was Neues ausprobiert. Ich glaube, was war denn das? Ich habe versucht, einen Effekt anzuwenden. Ja, einen Effekt und ich war dabei Fusion und habe dann versucht, dann einen Effekt aufzuziehen auf den Clip. Ja, genau, mit dem Cutter, da habe ich den Cutter vorgezogen. Dann habe ich den Cutter hier auch in diesem Sesselbord von gestern. Da hatte ich dann verschiedene Farbeffekte drin und dann zum Schluss den Cutter. Ja. Ja, also große Erkenntnisse habe ich noch nicht gewonnen da in diesem DaVinci. Der hat umfangreich, da sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ich kann mich aber jetzt so einigermaßen orientieren, auch wenn ich die Benutzeroberfläche noch nicht verstanden habe und da noch nicht alle Symbolfunktionen da im Beherrsche. Und ja, das Systemhandbuch, das ich hier habe, ja, da ist mir auch die Lust dran vergangen, da weiterzumachen. Erst dachte ich, ich bekomme eine gute Einführung und dann war es letztendlich eine langatmige Beschreibung von 10.000 Details. Und da den Finger nach links und da den Finger nach rechts und dann beide zur gleichen Zeit und so weiter und so weiter. Eine trockene Materie. Und das über ein paar hundert Seiten. Will ich mir nicht antun. Ist nicht mein Fall. Müssen wir irgendwie anders vorankommen. Mit Experimenten. Mit Tutoren vielleicht und so. Vielleicht bekomme ich das auch mal mit den Keyframes hin. Naja, ich benutze das Programm ja erst seit einer Woche ungefähr. Von daher ist dann nicht zu erwarten, dass da schon was kommt. Aber ich habe schon fast 10 Videos habe ich mindestens schon gemacht. Und dann machen wir, je mehr man mit dem Programm umgeht, desto besser kommt man damit auch klar. Und desto mehr entdeckt man ja. Denn man guckt mal links, mal rechts und so. Und dann hat man immer wieder so ein paar Sachen, die einem auffallen, wo man was ausprobieren kann, was funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Das ist also Nummer 1 Online, Thema Nummer 2 Gesundheit. Ja, geht heute so mit Aachen krach. Ich war heute beim Discounter. Es ging noch so gerade. Aber da ist der Wecker. Ich muss mal eben auf den Wecker ausmalen. Ja, hier bin ich wieder, also den Wecker hat sich gestellt, um das Paket heute in Empfang zu nehmen und dann aufzusenden. Aber das scheiterte, weil das Paket schon sehr früh hier war und damit habe ich nicht gerechnet, dass der so früh da ist. Außerdem habe ich das so verstanden, dass der jetzt bei DHL kommt und kam da aber nicht, sondern kam doch mit Prime und das andere Paket gestern hat sich irgendwie verzögert. Unklar warum. Ja, so ist es halt in der digitalen Gesellschaft. Da muss man halt mit unvorhergesehenem rechnen.
Ja, Punkt Nummer 2, Gesundheit, das sagte ich schon, sollte nicht so besonders. Die Beine machen heute mehr Mühe wie sonst. Und ja, Thema Nummer 3, Ernährung. Ja, Smoothie habe ich heute gemacht, Müsli habe ich angesetzt, das will ich nachher essen. Und heute kommt Funkelig, muss ich mir gleich mal runterladen, das Podcast, und mir anhören, was um was es heute geht. Ja, Thema Nummer 4, Lektüre. Guck mal kurz an, Lektüre fand gestern nicht statt. Thema 5 Medien, ja Medien, ich habe gestern Nachrichten gesehen, die Bundeskanzlerin hat dann so Auschwitz besucht, warum die jetzt im November und Dezember da Auschwitz besucht, ist mir auch unklar. Sie haben gesagt, da irgendwas von der Spende oder so, aber ich wollte vielleicht ein Zeichen setzen vor Weihnachten. Aber immerhin schon mal schön, dass sie überhaupt da war. Okay, nächster Punkt. Ja, das war ja wieder Impeachment in Frankreich. In Frankreich streiken sie, Generalstreik wegen Rentenerhöhung oder ja, wegen Rentenreform. Reform heißt Erhöhung oder Erniedrigung, heißt heute Reform. Man dagegen streikt man wieder mal. Ja. Letztendlich werden sie sich auch damit abfinden müssen, genau wie ihr auch, ob sie jetzt streiken oder nicht. Die Illusion, dass sie da was machen können, dass die Macht vom Volk ausgeht, die wird da auch so langsam zum Erliegen kommen. Das sind genau so eine Marionetten wie wir. Die sind auch von der Arbeitslosengesellschaft total abhängig. Und ja, die können müssen, so viel sie wollen, aber letztendlich müssen sie sich fügen. Oder sie müssen Haki machen. Und das will keiner. Ja. Dann habe ich gestern meine zweite Serie da weitergesehen. Davon Crown nennt er sich, Crown. Von der englischen Königin Elizabeth. Da kam jetzt die dritte Staffel, die ist fertig gestellt worden. Aber jetzt, wo es spannend wird, da fehlt die Staffel. Wo die Leute auftauchen, die man selber noch so kennt. So, jetzt war noch der Eastern, dann der Wilson, und der Wilson starb dann hier. Tja, und dann gab es da Konflikte mit der Market und mit dem Schatz, der Camilla. Ja. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, ich komme jetzt langsam zum Ende. Ich habe kein Thema mehr, ich bin durch hier. So ist es halt manchmal so im spontanen Stehgreif-Monolog hier, dass einem der Stoff ausgeht. Und dass man kein Wort nichts mehr hat, dass man einfach leer ist und so, sage ich einmal, tschüss Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.